Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen heute weiter Holz. Aufgrund von der Witterung her geht nicht anderes. Das Unkrautbekämpfungsmittel ist also Unkrautbekämpfung ist abgeschlossen. Und somit haben wir jetzt nur Holz zu tun. Wir haben jetzt 16:05 im Spiel. Ich spiele eine Geschwindigkeit 5, normaler Geschwindigkeit. Wir versuchen die Zeit totzuschlagen. Und wir haben jetzt Mitte Sommer. Jetzt haben wir ungefähr 3 Tage Zeit bis Mitte Herbst oder Ende Herbst, das zu ernten. Und dann kommt mir auch Soja und Sonnenblumen noch. Auch mal so Glück haben, dass wir da entsprechend auch ernten können. Ne? Sonst haben wir erntetechnisch ein kleines Problem, weil es zu nass ist. Wie soll es trocken werden, wenn es regnet? Ne? Also, dann wäre das schlecht, dass wir keinen Obersee hier haben. Sonst wäre das ganz blöd, wenn wir hier eine Wiese hätten am Fluss und die alles absaugen würde. Ja, aber gut. Wir haben noch Bäume, die wir noch nehmen, ne? Wenn wir verkaufen müssen oder wollen, müssen wir gar nicht mal, aber wir wollen, ne? Wir haben wieder viel Leistung, genau wie vorher. Ja, es ist zur Zeit ist ein bisschen kompliziert. Richtung neuer Monitor und dann 60 FPS und dann so ein Keks, ne? Weiß ich ehrlich auch. Wenn meine Haare hier oben dünn. Fällt mir so auf hier beim Video. Ja, wir haben jetzt Uhrzeit 19 Uhr. Ja, wenn 3 Aufnahmen schiefgegangen sind, dann fehlen 3 Aufnahmen. Also, das heißt für mich, mein Gut, das Gute ist, ich habe jetzt 5 Tage Zeit. Beziehungsweise 6 Tage um das entsprechend nachzuholen. Also ist noch gut möglich, das zu schaffen. Ne? 3 Folgen ist ungefähr 1 Stunde. Ich meine, auch also die Folgen nicht bringen, ist auch. Ich überlege, ob ich das 3 Folgen, obwohl das Quatsch ist. Ist ja nicht ansehnlich, ne? Wenn man im Grunde nichts erkennt. Was ich probieren könnte, ist, ich könnte hoch skalieren, ob das gehen würde, weiß ich nicht. Runter geht immer, aber rauf. Wenn man sagt man so schön, was nicht da ist, kann man nicht aufbringen, ne? Aber ich halte es mal nicht für ganz unmöglich, aber mal schauen. Ob das überhaupt gehen würde, ich glaube eher nicht. Ich werde mal ein Video probieren. Testen. Und schauen wir mal, ne? Wenn ich jetzt genau rechne, habe ich 3 Folgen verarscht, versaut. Dann habe ich jetzt die 5. Folge. Das wäre jetzt Montag. Ja, ist leider so, ne? Jetzt war das Problem mit 2, mit 4K und jetzt kommt das Problem mit, dass es umrechnen Schwierigkeiten macht. Anders kann ich das nicht vorstellen. Aber irgendwann, wenn ich die passende Einstellung gefunden habe, dann geht es auch wieder. Schneller voran. Das ganze Problem geht daran, dass ich mit dem zweiten Bildschirmprinzip arbeite. Da liegt der Hase im Rahmen und das ist schwierig.
Temperatur. Ich weiß schon genau, ich kann meine Klimaanlage bald aktivieren. Wenn es weiß wird. So lange kriege ich Hunger. So lange kriege ich Hunger. Schlecht. Heißt für heute im Prinzip den Schluss. Umfeld. Aber das Kollege ist auch krank geworden. Grüße gehen raus. Ob er jetzt schon gesund ist, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, das ist eine normale Erkältung, denke ich mal. Er erzählt, dass sein Sohn krank war und er flachgelegen hatte. Na klar, wenn du jetzt theoretisch mit jemandem im selben Raum bist, das lässt sich gar nicht verhindern, dass man da sich ansteckt. Auch eine normale Erkältung ist eine Erkältung, aber heute ist ja alles in Panik, ne? Ich hatte im Oktober zweimal eine Erkältung gehabt. Einmal war ich krankgeschrieben. Ging es da nicht so berauschend, aber wie gesagt, ist, wenn ich Fieber habe und so, dann sage ich mir auch, na, das muss nicht sein. Und man nicht so gerne sieht, wenn man zu oft krank ist, ne? Das ist halt so, ne? Aber halt, jetzt ist es im Prinzip, meines Wissens haben sie mehrere rausgeschickt, also. Wenn sie erkältet waren und so, ne? Ab nach Hause. Könnte ja was sein, ne? Und dann ist es ja im Grunde richtig. Normalerweise so, wenn jemand krank ist, dann muss er zu Hause bleiben, um die Arbeitskollegen zu schützen, ne? Also, so viele rennen ja noch zur Arbeit, obwohl sie eigentlich schon noch krank sind, ne? Also, auch um Angst um ihren Job, mehr oder weniger. Das ist ja leider heutzutage nicht. Nichts Neues, da wird ja auch so gemeckert zum Beispiel, wenn jetzt jemand so oft krank ist und so, ne? Also ist allgemein so schon überlegt, überall. Wenn sie melden, oh, die Krankenkassen haben mir gemeldet, es gibt so viele krank und so, ne? Ja. Aber wenn alle zum Arzt gehen würden, zur rechten Zeit, dann wären viel weniger krank, also wenn sie nicht so stark anstecken, ne? Wo eine Grippewelle kannst du gar nicht verhindern, wenn die mal kommt. Da kommt die. So, das wäre heute Nummer 2. Muss rechnen. 3 weg. 3. 6. Montag. Oh je. Na gut, morgen haben wir da auch noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nur 2 Folgen bearbeiten. 7 DCD. Und für Dienstag mit wir hochladen. Das mache ich dann morgen, Nachmittag. Mal sehen, was morgen Neues gibt. Österreich ist ab heute so, ob sofort mehr als 6 Personen dürfen zusammen sein. Lustig, wenn sie alle mit dem Bus zur Arbeit fahren, ne? Katastrophe für die Grünen. Oh, die sollen auch öffentlichen Nahverkehr nutzen. Oh. Wäre jetzt so einer bescheuert, in einen Bus einsteigen würde oder in einen Zug. Ja, das wäre doch hier behämmert. Wer das macht.
Aber wie hat der Anne gesagt, in 5 Wochen ist das Buch vorbei. Und wenn nicht, wird's verheimlicht. Dann wird's vielleicht nicht mal angesprochen. Weil in die Wirtschaft ein Kran geht. Anführungszeichen. Nach Motto, jetzt müssen wir drüber schweigen, sonst geht die Wirtschaft im Bach runter, aber gewaltig. Warten wir's ab. 5 Wochen sind die Osterferien. Haben sie auch 1 Woche Zeit, da haben alle viele Ferien. Und dann, ach, jetzt kommt sogar Gewitter angesagt. Mann, die Anzeige ist neu. Aber das Gute ist, wenn so warm ist, wenn es mal aufhört zu regnen, könnte es auch schnell trocken werden, ne? Könnte. Aber. Könnte, aber ist nicht. Ich glaube, nächste Folge müssen wir Holz fahren, ne? 2 Folgen am Stück reichen eigentlich mit Holz, ne? Aber was soll ich tun? Haben ja nichts. Grasmähen ist auch Blödsinn. Das ist ein schöner Baumpflanz. Schön, schön. Schön dick, mit gut Kohle. Schade, dass wir keine Produktion hier haben. So, Pflanzen tun hier keine. Erstmal nicht. Pappeln werden noch. Pappeln ist hier nicht rentabel. Aber das könnte man gut verkaufen, ne? Und dann Marsch wieder einkaufen. Rein theoretisch wäre es gut. Du musst im Prinzip in einer Karte das Geld bewirtschaften. Durch Produktion und hier durch Globalverkauf dann einkaufen, also verkaufen. Ne? Ja, den wollte ich ja auch noch bauen, ne? Aber aktuell habe ich nichts zu verkaufen. Außer Holz. Ne? Ja, erst. Wir schauen mal ein bisschen Leistung an. Also, wenn der Prozessor Richtung 100% geht, ist nicht gut. Aber die Leistung, die Temperatur passt noch einigermaßen. 70 Grad, 71 Grad, das geht noch. Aber hier rechts auch ein bisschen. Aber das ist die Grafikkarte, das ist normal. Aber 20 Grad ist nicht so lethargisch. Der lüftet auch nicht mal richtig an, ne? Aber was soll's. Wird schon gut gehen, ne? Ja, die Frage ist heute Abend wieder, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gestern kommt es gemacht. Aber arm zu schwer ist es nicht gut. Zumal ich ja irgendwann auch schlafen möchte. Die Diät wird mir auch nicht schlecht tun, aber meistens kriegt er nachts richtig Hunger. Und das ist auch nicht gut, dann kann ich auch nicht schlafen. Im normalen Knoten. Wenn ich mal an Essen denke, oh shit. Gucken wir mal. Ja. Das geht gerade so, glaube ich, jetzt. Mit 40.000 Bits pro Sekunde. Müsste euch gehen jetzt. Aber keine Störung gab es jetzt. Keine Tonstörung, keine Bildstörung jedenfalls. Denn mein Ton kommt ja über die Elgato. Und wenn die Elgato ausfällt, kurzzeitig, weil kein Prozessor nicht da ist, dann ist
bei mir auf der Ton ganz kurz weg. Ne? Also daran erkenne ich das bestimmt. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir haben den Holz fast erledigt. Guck mal gleich ein LKW. Und wenn wir die guten Stücke verkaufen. Im Baumarkt. Haben wir keinen hier. Wir haben hier nur das übliche Sägewerk. So, dann möchte ich mal Tschüss sagen. Und nochmal kurz bedanken fürs Reinschauen. Und fürs fleißige Liken und Abonnieren und so. Tschüss, ciao, ciao und bis dann. Tschüss.